Herzlich willkommen zur chaotischen Viertelstunde heute. Heute zum Thema Quantencomputer bzw. Quantum Computing. Und ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich kein Experte für Quantencomputer bin, sondern mich einfach nur einigermaßen mit Quantenmechanik auskenne und euch darum ein bisschen die Grundlage hinter dem Quantenbit erklären möchte. Und ich denke, das ist auch ganz, das ist eigentlich interessanter, als wenn ich euch jetzt irgendwie so einen groben Überblick über die ganze Materie gebe, der eher in die Breite geht, weil ihr sowas auch nach sehr kurzer Suche auf zahlreichen guten Seiten im Internet finden könnt. Was man nicht so schnell zumindest, nicht auf Anhieb, in einer wirklich guten übersichtlichen Form finden kann, ist wirklich die Grundlage, die hinter dem Ganzen steckt. Und deshalb möchte ich in dem Aspekt in die Tiefe gehen. Doch zunächst möchte ich kurz erklären, ihr wisst wahrscheinlich alle so ein bisschen, worum es geht, aber ich will kurz noch einige Begrifflichkeiten klären. Wie ihr alle wisst, wird bei den existierenden klassischen Computern jede Information durch Nullen und Einsen repräsentiert, nämlich den Bits. Und was sich physikalisch in den Bits befindet, das kann man sich auch ziemlich anschaulich noch vorstellen. Das sind halt so, also 0 oder 1 zeichnet halt so irgendwie, ist die Spannung, die gerade durchläuft über einen gewissen Pegel oder unterschreitet sie ihn. Und eine weitere Eigenschaft von einem klassischen Computer ist, wann immer ihr irgendwelche Zufallsgeneratoren in euer Programm einbaut, es handelt sich eigentlich nur um Pseudo-Zufall, das heißt, es laufen immer irgendwelche Algorithmen im Hintergrund, die deterministisch ablaufen. Und die ganze Sache wird dadurch man approximiert einen Zufall dadurch, dass man diese Algorithmen sehr komplex macht. Was nun beim Quantencomputer ganz fundamental unterschiedlich ist, ist, dass wir von sogenannten Quantenbits sprechen. Und man muss dazu sagen, dass der Quantencomputer insgesamt eher überwiegend ein theoretisches Konzept ist. Es gibt eine Firma, die behauptet, so etwas wie einen Quantencomputer realisiert zu haben. Aber die meiste Diskussion darüber ist tatsächlich noch nicht in ein praktisches Konzept ausgereift oder sowas. Und was Quantenbits gegenüber herkömmlichen Bits auszeichnet, ist, dass sie nicht nur Nullen und Einsen als mögliche Zustände haben, sondern es gibt auch beliebig viele Kombinationen. Es gibt sogar nicht nur drei Zustände, sondern es gibt im Prinzip beliebig viele, weil man die Nullen und Einsen in beinahe beliebiger Form kombinieren kann. Und was sich auch noch geneuert hat, ist, dass durch gewisse Prozesse es möglich ist, dass man tatsächlich einen echten intrinsischen Zufall hat, der tatsächlich sich auch in den physikalischen Naturgesetzen widerspiegelt. Und jetzt hat man natürlich nicht so ein einfaches Bild, wie zum Beispiel bei den klassischen Bits mit der Spannung, die irgendwie an oder aus ist, sondern man hat jetzt diesen theoretischen Begriff von einem Quantenbit und man weiß nicht wirklich so, was man sich darunter vorstellen soll. Und genau da will ich jetzt im Prinzip in 15 Minuten so einen kleinen Überblick drüber geben. Ja, zunächst einmal muss ich ein paar Dinge klären, was die Quantenmechanik angeht. Zunächst mal ganz grob, für Leute, die absolut nichts mit dem Begriff anfangen können, ist es so, dass vor rund 100 Jahren einige Menschen bemerkt haben, unter anderem sehr schlaue Menschen, haben bemerkt, dass die klassischen Gesetze, die klassischen mechanischen Gesetze, die ihr zum Beispiel aus der Schulphysik kennt, in manchen Situationen ihre Gültigkeit verlieren. Und in diesen Situationen tritt auf, was man als Quanteneffekte bezeichnet. Und es stellt sich heraus, dass
die klassischen Gesetze nur eine Näherung sind, die im alltäglichen Leben beinahe überall erfüllt sind, aber in ganz bestimmten Situationen zeigt sich, dass es eben nur eine sehr, sehr gute Näherung ist. Und in diesen sogenannten Quantenregimen der Natur treten messbare Quanteneffekte auf. Und nun wird häufig gesagt, dass die Quantenmechanik sich auf den allerkleinsten Skalen der Natur abspielt. Das heißt, es wird das Bild vermittelt, das Quantenregime läge so im subatomaren Größenbereich oder so. Und das ist nur halb richtig, denn das Quantenregime wird gekennzeichnet durch eine Größe, die sich das Planck'sche Wirkungsquantum nennt oder manchmal auch als Planck-Konstante bezeichnet wird. Und ihr fragt euch vielleicht, wieso ich das in so komischen Einheiten hier angegeben habe. Aber das habe ich gemacht, damit man sehr schön sehen kann, was alles in diese Größe mit einfließt. Nämlich eine Masse, also Kilogramm, dann Meter pro Sekunde, eine Geschwindigkeit und nochmal eine Masse. Nochmal eine Längeneinheit. Das heißt, man kann von der klassischen Welt zu den Quantengesetzen kommen, indem man entweder etwas sehr klein macht oder es sehr langsam macht oder es sehr, sehr leicht macht. Und das erklärt auch, warum im Alltag die Quantengesetze kaum bemerkbar sind, nämlich deshalb, weil wir im Alltag immer nur mit Sachen zu tun haben, die riesengroß sind, im Gegensatz zur subatomaren Skala, oder die auch alle sehr schwer sind, gegenüber so einem einzelnen Elektron oder sowas. Und das heißt auch, dass man im Prinzip quantenmechanische Systeme in bestimmten Situationen makroskopisch machen kann, indem man sie sehr stark abkühlt. Die Idee dahinter ist, dass dass Gase, die eine sehr, sehr geringe Temperatur haben, dass da die Teilchen, die Wärmebewegung der Teilchen sehr klein ist, und das ist hier genau unter dem Stichwort kleine Geschwindigkeit. Okay. Natürlich trifft auch die Aussage, dass man auf sehr kleinen Skalen Probleme bekommt mit der Quantenmechanik zu, wie wir alle wissen. Gibt es da Moore's Law. Und ihr seht hier in dem Diagramm auf der linken Seite die Transistorendichte und auf der rechten Seite aufgetragen, das ist die Kurve, die abnimmt, seht ihr die Minimum Feature Size. Und ihr seht, dass wir immer kleiner werden, natürlich über den Laufe der letzten Jahrzehnte. Und das wird langsam immer mehr zu einem Problem, weil man diese quantenmechanischen Effekte mit kalkulieren muss. Und das Coole an Quantencomputern ist, dass sie genau diese Probleme, die sich dann stellen, zu ihrem Vorteil ausnutzen können. Und wie das geht, bevor ich das genauer erklären kann, muss ich kurz noch das ein oder andere Wort zur Quantenmechanik sagen. Es stellt sich nämlich heraus, dass Quantenbits sogenannte Quantenzustände sind. Das ist, was sich im Grunde dahinter verbirgt. Und ich werde euch jetzt Quantenzustände erklären an einem anschaulichen Beispiel, nämlich der Bewegung von einem Objekt durch den Raum. Also das einfachste Beispiel, was man so in der Physik hat. Und da ist zunächst mal festzustellen, dass in der Quantenmechanik der größte Unterschied zur gewöhnlichen Mechanik ist, dass man keine deterministischen Teilchenbahnen mehr hat. Und das möchte ich jetzt kurz an der Tafel erklären. Dazu brauche ich Licht. So, also wir schauen uns folgendes Beispiel an. Wir überlegen uns, wir haben so ein Teilchen, was sich irgendwie so durch den Raum bewegt. Und wir messen das Teilchen zu zwei unterschiedlichen Zeiten und wir kriegen einmal raus, dass es an einem Ort A sich befindet und das zweite Mal wird es an so einem anderen Ort B gemessen. Und die Frage ist, was passiert dazwischen, zwischen den beiden Messungen? Und vom klassischen Standpunkt aus würden wir jetzt
die Tatsache, dass wir das Teilchen zum Zeitpunkt B, späteren Zeitpunkt, an einem anderen Ort hier gemessen haben, interpretieren, als das Teilchen hat sich irgendwie von dem einen Ort zum anderen bewegt in der Zwischenzeit. Und wenn keine Kräfte auf das Teilchen eingewirkt haben, dann hat es einfach so eine Gerade zurückgelegt. Also stellt euch vor, das wäre jetzt so eine Gerade. Jetzt bräuchte ich eigentlich so ein Geodreieck, wie es die im Mathelehrer immer haben. Du hast noch recht, Arbeit. Ja. Alles mit weiß. Ich mache das mal gestrichelt hier, weil das ist tatsächlich nur so die, was man erwarten würde. Und jetzt kann man einfach mal nachmessen. Also wir stellen uns vor, wir führen noch weitere Messungen zwischen diesen beiden Messungen hier durch, in regelmäßigen Zeitintervallen. Und wir tun jetzt mal so, als hätten wir das getan. Und was wir dann bekommen hätten, und was man tatsächlich jedes Mal aufs Neue misst, ist, dass das Teilchen sich nicht auf dieser Bahn bewegt, sondern mal bei der ersten Messung taucht es hier auf, dann mal hier, hier, hier. Ich mache das einfach mal so. Und wenn man ganz oft misst, dann stellt sich heraus, dass das Teilchen häufiger hier näher an dieser Kurve gemessen wird und so ein paar Mal weiter außen. Das heißt, wenn man jetzt hier so ein Schirm quasi durchlegen würde und hier so eine Achse, so ein Koordinatensystem hätte, sagen wir mal, wir machen diese Breite hier quasi, nennen wir Delta X, und man macht so ein Histogramm, wie häufig, hier ist die Häufigkeit und hier ist Delta X, das heißt, quasi, man hat so eine Verteilung, dann würden wir sowas irgendwie rausbekommen. Also sowas, was so ähnlich so eine Gauss-Verteilung hier aussieht, um die erwartete Kurve herum. Und jetzt kann man sich fragen, was ist da los? Und, also das heißt, wenn man verschiedene Messungen hier macht, das Teilchen springt irgendwie wild umher, und scheinbar zufällig. Das heißt, wenn man jetzt das gleiche Experiment mit den gleichen Bedingungen wiederholen würde, und das ist noch das Interessante daran, würde man ganz andere Teilchenorte messen, aber im Mittel würde sich wieder das gleiche Muster ergeben, dieses hier. Und die Antwort, die die Quantentheorie darauf liefert, was tatsächlich passiert, ist völlig verschieden von der klassischen Vorstellung, und zwar die Quantenmechanik beschreibt das Teilchen bzw. das Objekt, was sich hier ausbreitet, zu genau den Zeitpunkten, an denen es hier an A und B ist, tatsächlich als lokalisierte Teilchen, das heißt so punktförmige Objekte, die also einen festen Ort haben. Und zwischen diesen beiden Messungen beschreibt es das Objekt als eine nicht mehr als lokalisiertes Teilchen, sondern als eine Art Wahrscheinlichkeitswolke. Die Antwort der Quantenmechanik auf die Frage, wo das Teilchen ist, ist, dass es, während es sich hier ausbreitet, tatsächlich keinen festen Ort hat. Keinen festen, wohldefinierten Ort, sondern es befindet sich in einer Überlagerung verschiedener Orte. Und das ist, was diese Wahrscheinlichkeitswolke angibt. Die Wahrscheinlichkeitswolke ist sowas wie die räumliche Verteilung der Wahrscheinlichkeiten, dass man das Teilchen an irgendeinem der Orte findet. Also das heißt, hier lokalisiert das Teilchen, dann breitet sich das Objekt hier in so einer Art Wahrscheinlichkeitswolke aus, und wenn man eine Messung machen würde, dann könnte man es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit an jedem dieser Orte finden, und hier wird es wieder zum lokalisierten Teilchen. Und an jedem Punkt dieser Messung wird es auch wieder zum lokalisierten Teilchen. Und das stellt, das ist einer der wichtigsten Aspekte der Quantenmechanik, nämlich das stellt die Rolle des Beobachters oder der Messung sehr stark in den Vordergrund. Es ist nämlich so, dass man in der Quantenmechanik den Messapparat immer in die Beschreibung des physikalischen Objekts, das man untersucht, einbeziehen muss. Und dass der Messvorgang
an sich diese Wahrscheinlichkeitswolke zu einem bestimmten, zu so einem lokalisierten Teilchen reduziert. Und nachdem, also das Teilchen ist während des Messvorgangs lokalisiert und dann breitet sich wieder in so eine Wolke aus. Das ist so ganz vereinfacht und anschaulich gesagt, was laut der Quantentheorie dort abgeht. Und der Quantenzustand ist in dem Beispiel jetzt nichts anderes als die räumliche Verteilung von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, der Quantenzustand ist genau diese Funktion hier. Und während einer Messung wird aus dieser Funktion, wenn man jetzt zum Beispiel das Teilchen misst und das erhält so einen Ort, der hier liegt, dann wird es zu so einem ganz scharfen Peak. Und dann sprechen wir tatsächlich von einem lokalisierten Teilchen. Zwischendrin breitet sich aber, hat das Teilchen alle möglichen denkbaren Orte, beziehungsweise hat keinen festen, definierten Ort, der wird erst dadurch realisiert, dass man es misst. Das heißt, im Augenblick der Messung hat das Teilchen einen bestimmten Ort. Und ich meine, das ist natürlich auch die Interpretation davon, dass wir das Messergebnis bekommen, dass das Teilchen an diesem Ort hier gesichtet wurde. Genau. Dieses Prinzip der Überlagerung von Orten, dass sich ein Teilchen nicht zu jedem Zeitpunkt an einem festen Ort befinden muss, sondern in verschiedenen Existenz von zugänglichen Orten sich befindet, das wird auch Superpositionsprinzip genannt und das ist tatsächlich, was dann ermöglicht, dass das Quantenbit nicht nur Nullen und Einsen annehmen kann, sondern auch Überlagerungen von beiden. Ganz generell ist es, jetzt komme ich wieder zurück zu den Folien. Ganz generell ist der Quantenzustand nicht nur eine Größe, die irgendwas mit dem Ort zu tun hat oder so, sondern der Quantenzustand ist eine Größe, die für jede beliebige Messgröße und für jeden beliebigen Wert, den diese Messgröße annehmen kann, eine bestimmte Zahl liefert. Und das ist gerade die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Messwert von dieser Messgröße bei der nächsten Messung finden wird. Und wie tatsächlich der Messprozess dann einen bestimmten Wert auswählt, das geschieht tatsächlich durch echten Zufall. Also es ist nicht nur kein deterministisches Gesetz bekannt, sondern man hat auch gezeigt, dass es streng genommen mathematisch so ein Gesetz gar nicht geben kann. Zumindest wenn die Annahmen der Quantenmechanik stimmen. Und das ist, was ich gerade erwähnt hatte. Also zunächst mal zur Notation. Quantenzustände gibt man immer in diesem Strich mit so einer Klammer an. Und dazwischen die Variablenbezeichnung. Das ist einfach so eine lustige Schreibweise der Physiker und die muss man jetzt nicht unbedingt näher verstehen. Es gibt für diese Schreibweise alle möglichen Rechenregeln. Jedenfalls ist hier zum Beispiel die Aussage, wenn wir verschiedene Orte haben, die wir alle mit x1, x2 und so weiter durchnummerieren, dann befindet sich das Teilchen in der allgemeinsten Situation in einer, also das hier ist der gesamte Quantenzustand und der befindet sich hier in so einer Summe von einzelnen möglichen Zuständen. Und das hier sind tatsächlich die Wahrscheinlichkeiten, mathematisch genauer gesagt sind es Wahrscheinlichkeitskonjunkturen, aber für ein ganz vereinfachtes Bild sind es einfach Wahrscheinlichkeiten jetzt hier, mit denen jeder dieser Zustände gemessen werden kann. Und das ist so die Veranschaulichung der Aussage, dass der Quantenzustand jedem Wert dieser Größe, in dem Fall ist es jetzt wieder der Ort, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zuordnet, dass tatsächlich das bei der nächsten Messung rauskommt.
Nun hatte ich gesagt, dass es sich nicht nur auf den Ort beschränkt, sondern man kann zum Beispiel auch das Gleiche für den, sich für den Spin der Elementarteilchen betrachten oder für weitere, alle möglichen weiteren Zwei-Zustandssysteme. Und hier wird diese, der Vorteil von dieser Notation sehr deutlich, das ist tatsächlich gebräuchliche Notation für Spin-Up und Spin-Down. Und was wir hier sehen, ist, dass die Aussage, dass der Spin eines Teilchens im allgemeinsten, in der allgemeinen Situation wieder so eine Überlagerung aus Spin-Up und Spin-Down ist. Und die Wahrscheinlichkeiten für diese beiden einzelnen Zustände, Spin-Up und Spin-Down, sind hier gerade 1,5. Und da wir von Wahrscheinlichkeitsamplituden sprechen, ist es 1 durch Wurzel 2 und das wird quadriert dann 1,5. Aber darum müsst ihr euch jetzt nicht weiter kümmern, um den genauen Faktor hier, sondern es zählt einfach das Prinzip. Das heißt, das Teilchen befindet sich in der Überlagerung von Spins und wenn man nachmisst, dann bekommt man irgendwie per Zufall erhält man entweder Spin up oder Spin down. Und wenn man dann nicht mehr misst, dann nimmt das System wieder den gemischten Zustand an. Genau. Und das Gleiche oder sowas Ähnliches steckt letztendlich auch hinter dem Quantenbit. Das Quantenbit ist in dem Fall einfach ein beliebiges Zwei-Zustandssystem. Das kann der Spin sein, es kann aber auch irgendwas anderes sein, was einfach zwei Basiszustände kennt, aus deren Kombination der tatsächliche Zustand des Systems dann letztendlich bestehen kann. Und das ist dann im Grunde, wie wir hier einen Begriff von Einsen und Nullen bekommen. Und dass nicht nur Einsen, Nullen und beides zugleich möglich ist, sondern ganz verschiedene Variationen von beides zugleich existieren, sieht man daran, dass hier P1 und P2 quasi beliebig sein können, bis auf die Einschränkung, dass die quadrierte Summe von P1 und P2 insgesamt 1 ergeben muss. Das heißt, dass sich die Wahrscheinlichkeiten zu 1 am Schluss alle addieren. Ja, genau. Gibt es soweit irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann würde ich eigentlich hier Schluss machen. Also das war jetzt alles, was ich dazu sagen wollte. Versucht,
eine optimale Lösung zu finden oder zumindest anzunähern mit vielen Variablen. Und das, die Firma heißt D-Wave und die produzieren eben einen Rechner, der genau das macht, mit einem Chip, der 1024 Qubits hat, die man, um die 1000 auf jeden Fall, der neueste seit ein paar Wochen, und die kann man verdrahten, diese Qubits, zu einem variablen System und dann stößt man das ganze Ding an und dann gibt es zumindest einen stabilen Zustand innerhalb von ein paar Mikrosekunden und das ist das Ergebnis, das kannst du auslesen. Aber das Gegenargument, was immer kommt, ist, ich meine, es funktioniert und es ist auch recht schnell, aber es gibt halt seit ein paar Jahren einen Algorithmus, der ist auf klassischen Rechnern für viel weniger Geld ähnlich schnell berechnet, ja, mit einer ähnlich guten Annäherung. Ja. Und das ist halt genau das Problem. Also es verwendet halt wirklich tatsächlich quantenmechanische Eigenschaften von dem physikalischen System des Chips. Es ist ein supraleitender Chip, der komplexeste, den es wohl bisher gibt, zumindest im öffentlichen Bereich, im nicht geheimen Bereich. Und das, wie gesagt, jedes Mal, im Moment ist es noch schneller, noch gleich schnell mit klassischen Systemen, klassischen Computern, aber wenn Sie die Zahl der Qubits noch weiter erhöhen, dann kommen Sie in den Bereich, wo es mit klassischen Systemen schwierig oder nicht mehr in einem sinnvollen Zeitfenster berechenbar ist. Also das ist das Ziel eigentlich. Die haben sich halt eine Problemstellung rausgepickt, die sie relativ früh mit quantenmechanischen Techniken lösen konnten. Ja, sind das tatsächlich Qubits, die sie da haben, oder ja, ist es halt einfach, dass sie, also du hast ja selbst schon auf, wenn du keine Qubits hast, sondern auf einem bestimmten Nanometerbereich, hast du halt einfach schon quantenmechanische Effekte, die passieren. Also dass sie das ausnutzen, was ansonsten noch ein normaler Prozessor ist. Ja, das ist halt die Frage. Sonst würden sie es nicht Quantencomputer nennen. Das, was in deiner SSD passiert, ist auch quantenmechanische Effekte. Ja, aber also ist das tatsächlich schon wirklich Qubits sind, oder ob sie nur mechanische Effekte sagen zumindest. Das Spannende ist, also das kommt einfach auf an, was jetzt, wie man Quantencomputer definiert. Ja, genau, was es halt nicht ist, ist ein General-Purpose-Computer, mit dem du alles machen kannst. Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist der Unterschied. Du hast Qubits angeblich, zumindest ja, zwei, die haben ziemlich gute YouTube-Videos, die sind sehr interessant, kann ich dir empfehlen. Aber du kannst sie halt nicht generisch verwandeln, sondern du kannst sie nur mit diesem Lösungsweg, diesem Algorithmus verwandeln, sozusagen. Im Prinzip ist der, durch die Art, wie der Chip aufgebaut ist, der Lösungsweg vorgegeben, ja? den Lösungsweg, den du gehen kannst. Ja? Also was die Definition von einem Quantencomputer angeht, ist es nach meinem Verständnis so, dass es einfach ein System ist, was entweder Qubits oder halt das quantenmechanische Phänomen der Verschränkung benutzt. Also so viel zur Definition. Ja, deren Systeme machen angeblich beides, aber eben für einen sehr speziellen Fall. Ich habe eine Kurzfassung, ein Interview mit einem Typ, der sehr kritisch diesen D-Wave-Computer gegenübersteht, gelesen, und der hat gesagt, die haben halt so Abkürzungen genommen, die dazu geführt haben, dass sie halt nur das machen können, aber das halt sehr schnell. Leider gibt es halt sie haben vor Jahren angefangen, ich glaube 8 oder 10 Jahre, so also 7 Jahren angefangen, und diesen klassischen Algorithmus gibt es eben erst so 2, 3, ja. Ja, das kann dir halt immer passieren, dass jemand einen besseren Weg findet. Was man auch nicht verwechseln sollte, was nochmal eine andere Sache ist, wirkliche Quantenzufallsgeneratoren. Also das müssen keine Quantencomputer sein. Und es gibt tatsächlich offenbar schon Miniaturmodelle, die da vorgestellt wurden, wo auch noch nicht wirklich klar ist, ob das tatsächlich quantenmechanisch funktioniert oder ob das einfach nur wieder Pseudo-Zufall ist. Aber grundsätzlich gilt halt, dass man den Quantenzufall auch wirklich als eine Quelle von echten Zufallszahlen nutzen kann. Dazu noch kurz,
In vielen modernen Prozessoren gibt es in Anführungsstrichen echte Zufallsquellen, die auf zum Beispiel Wärmerauschen von Bauteilen beruhen, aber das ist das Beste, was es im Moment gibt, scheinbar. Die werden dann aber auch der Benutzung quasi den klassischen Säulenzufallszellengenerator eben an. Sicher, das soll ja für alle Zwecke ausreichen. Du weißt ja auch nicht, dass Intel behauptet es zum Beispiel bei der Chips, aber du weißt ja nicht, ob die da irgendwas gemacht haben, dass die Kurve von dem Bauelement irgendwie bekannt ist, der NSA oder wer auch immer. Ja? Und deswegen solltest du immer deine Zufallsquellen schön durchmischen. Ja? Jo, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich für